Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserem zweiten Chat. Jetzt muss ich mir das dann schon langsam notieren, weil wenn es mehr werden, werde ich es mir vielleicht nicht merken mehr. Aber dabei geht es noch, dabei ist es nur überschaubar. Ja, falls jemand noch dazukommen sollte, ist das kein Problem, werden wir natürlich reinnehmen. Wir haben ja heute uns als Hauptthema Lichtsetzung vorgenommen. Und natürlich werden wir, der Harald und ich, ein bisschen was darüber erzählen. Aber vielleicht einmal gleich an Boris und Wolfgang. Was habt ihr für Wünsche? Was habt ihr für Erwartungshaltung darüber? Momentan kann ich noch keinen Wunsch äußern. Ich warte mal ab, was auf mich zukommt. Okay, passt. Gilt für mich das Gleiche. Okay. Aber was entwickelt hat. Okay, passt. Dann Harald, magst du vielleicht einmal beginnen? Ja, ich sage es immer wieder und ich fange auch heute damit an, mit dem Thema Lichtführung ist wichtiger als alles andere in der Fotografie. Das gilt auch, wenn man draußen Naturfotos schießt von der Landschaft. Genauso wie wenn man im Raum ein Foto schießt, muss man sich überlegen, mit welchem Licht arbeite ich. Wenn ich jetzt also wieder zur Landschaft komme, muss ich mir überlegen, ist es ein Morgenlicht, ist es ein Mittagslicht, ist es ein Nachmittagslicht, ist es ein Abendlicht. Und an allen vier Zeitpunkten gibt es andere Lichttemperaturen. Sprich, einmal wird das Licht etwas kühler werden, einmal wird es am Abend vor allem etwas wärmer werden. Und es geht nicht nur darum, welche Temperatur hat das Licht in dem Moment, wo ich da draußen fotografiere, sondern natürlich auch, wie viel Licht ist da. Und wir müssen eigentlich immer operieren, quasi mit der Blende und mit der Verschlusszeit. Und wenn das nicht ausreicht, eventuell auch mit einem Graufilter arbeiten, sodass wir das Licht reduzieren. Weil wir haben sehr oft die Situation, dass wir einfach zu viel Licht haben. Genauso, wenn ich jetzt dann wiederum ins Zimmer hineingehe, ja, habe ich wiederum das Problem, dass ich meistens zu wenig Licht habe. Und da brauche ich Kunstlicht. Ich brauche entweder einen Systemblitz oder einen Studioblitz oder heute immer öfter auch eine Dauerlichtquelle. Und da ist am besten eine LED-Lichtquelle. Und wenn wir dann einmal eingestellt haben, wie viel Licht brauchen wir, dann müssen wir uns noch überlegen, wo kommt das Licht her, aus welcher Richtung kommt das Licht her und gibt es eine Lichtquelle oder gibt es zwei oder sogar drei Lichtquellen für dieses Foto. Das war einmal so ein ganz kleiner Überblick, an was man eigentlich alles denken muss beim Fotografieren. Okay. Ja, vielleicht gleich eine Frage an euch beide. Verwendet ihr entweder Blitz, also Systemblitz, oder verwendet ihr auch schon LED-Lichter? Wie schaut es da mit der Erfahrung aus? Sagen wir so, ich habe einmal das LED mir zugelegt, ich habe aber noch nicht viel gemacht damit. Und Blitz? Ich stehe noch in den Kinderschuhen, sagen wir so. Ja. Und wie schaut es mit Blitz aus? Blitz schalte ich aus, mit denen arbeite ich gar nicht mehr. Den eigenen in der Kamera, den kleinen? Den Kamerablitz. Ja, ja. Und so einen zusätzlichen Blitz hast du auch noch nicht zugelegt. Jetzt habe ich dich nicht verstanden. So einen zusätzlichen Blitz, einen größeren, ja, den du auf die Kamera draufstecken kannst oder den du auch... Ja, besitze ich auch. Bitte? Besitzen tue ich ihn, nur verwendet habe ich ihn kaum noch. Okay, passt. Ja. Das sind die ganz normalen Anfangsprobleme. Ja? Ja. Wenn man nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll oder kann, dann lässt man es ganz gerne im Kosten. Ja, das stimmt. Und Wolfgang? Ja, ich habe einen Systemblitz haben wir schon zugelegt von Canon, viel mehr Canon, den ich auch extern verwenden kann. Habe auch schon probiert, draußen im Freien bei Porträts aufzuhellen gegen die Sonne und dergleichen. Mhm, sehr gut.
Das ist zum Beispiel etwas, was ich persönlich sehr oft mache. Ja, also es wundern sich immer wieder Leute, dass ich bei Tageslicht auch mit Blitz fotografiere. Aber es ist ganz einfach so, dass man genau bei Gegenlichtsituation oder im Schatten ganz einfach das Gesicht bei Porträtaufnahmen damit schöner aufhellen kann und man dann im Nachhinein, in der Nachbearbeitung, es leichter hat. Ja, ich möchte auf jeden Fall etwas ganz Wichtiges ergänzen, weil ich jetzt von Wolfgang gehört habe, dass er schon ein Canon-Blitzgerät hat und das ist natürlich ein super Systemblitz. Darf ich fragen, Wolfgang, was hast du dafür bezahlt? Um die 250 damals. Okay, danke. Ja, ich möchte bitte vorneweg gleich eines sagen. Es geht heute auch darum, dass wir das alles zwar brauchen für die Lichtführung, aber dass das Ganze auch sehr günstig zum Erstehen ist. Ja? Weil wenn ich jetzt vergleiche einen Canon-Systemblitz oder einen Nikon-Systemblitz, bekommt man zwischen 300 und 600 Euro. Ja? Es gibt dann von den Chinesen, zum Beispiel Godox, Blitzgerätehersteller. Das sind absolut professionelle Blitzgeräte und kosten dann nur 100 Euro statt 300. Ja, okay, ja. Und dann gibt es noch zum Beispiel einen Chinesen wie Yongnuo, die für rein manuelles Blitzen Blitzgeräte bauen und entwickeln. Und die bekommt man um 55 Euro ein Blitzgerät. Das heißt, ich kann mir 6 solche Blitzgeräte zum selben Preis wie ein Nikon- oder Canon-Blitzgerät kaufen und kann damit auch mit Funk, Fernbedienung alle 6 Blitzgeräte für ein Foto ansteuern und verwenden. Ja, super Preis natürlich, nicht? Wie man, ich meine, die Kamera, die haben wir gekauft damals, eigentlich, wie man die Kamera gekauft hat, vor 2 Jahren haben wir gleich den Blitz dazu genommen. Da habe ich noch keine Ahnung gehabt von den anderen Marken, die es jetzt gibt, ne? Sonst hätte ich da zugeschlagen. Nein, es ist ja, sage ich, der normale Zugang. Ja? Man kauft sich eine Kamera, wird beraten, die Fotoberater, ja, die müssen es nicht zahlen. Ja? Die sagen natürlich, ja, da gibt es halt einen Systemblitz von der gleichen Firma und das passt super zusammen, was ja auch stimmt, dass es zusammenpasst. Ja? Aber diese günstigen Blitze kann man ja oft in einem Fotohandel gar nicht kaufen. Ja? Man ist ja dann eigentlich ein bisschen an Amazon angewiesen, was vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht so beliebt ist. Aber es ist eine Tatsache, ja, dass man solche Sachen nicht so locker bei einem Fotofachhändler bekommt. Godox schon vielleicht, ja, aber auch nicht bei jedem. Aber die Yongnuo oder die Nissin oder was da alles gibt, ja, die kriegt man nicht. Harald, eine Frage. Wie stellst du zu den LED-Dauerlichtern, die man verwenden kann auch bei den Kameras? Ja. Sind die zum Empfehlen? Ja, ich kann euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich war gestern wieder Videofilmen bei meiner Verwandtschaft. Das sind Weinbauern, die dann derzeit Flaschen füllen. Und bei Video bleibt ja nichts anderes übrig, als LED-Licht zu verwenden. Das, was ich aber beim Fotografieren genauso verwende, da mache ich keinen Unterschied. Und da kann man gar nicht genug Licht haben, ja, bei so etwas. Obwohl jetzt es nicht finster war drinnen, ja. Also, aber wenn du halt ein schönes Video haben möchtest, brauchst du Zusatzlicht. Das ist dasselbe, wie ich zuerst über einen Blitz gekriegt habe, ja. Das gehört ganz einfach dazu. Und da gibt es ja eine Vielzahl an Möglichkeiten, die teilweise auch recht günstig sind. Ja? Also es gibt ja auch so Firmen wie Neva beispielsweise, die eben günstige LED-Lichter verkaufen. Ich habe da jetzt von Rolle mir was zugelegt, von dem bin ich sowas von begeistert. Ja? Das sind solche langen, man nennt es Strips. Die kann man auf ein Stativ raufgehen, entweder so, ja,
oder eben so quer, wie ich den Handgriff jetzt da gemacht habe, draufgegeben habe. Also das heißt, man hat extra sogar einen Handgriff, wenn man einen Assistenten hat, kann der leuchten. Ja. Aber natürlich kann man auch mit Stativ arbeiten, was ja allein fast notwendig ist. Und das Besondere bei diesen ist, dass da du jede Farbe einstellen kannst. Ja, also die haben nicht nur jetzt herkömmlich hartes und weiches Licht. Ja. Oft gibt es ja auch nur LED-Lampen, die nur weiches Licht haben oder nur hartes Licht haben. Also selbst das Mischen ist ja schon jetzt eine weitere Stufe. Aber Farb ist ja überhaupt die Krönung. Ja. Und damit kann man wunderbare Effekte. Ja. Und ich habe erst vor kurzem von der Lisa, die so ein goldenes Gesicht gehabt hat, habe ich eben Fotos gepostet, wo ich genau diese verwendet habe. Ja. Das heißt, die kann ich einstellen übers Handy. Ich kann das kurz herzeigen. Die sind steuerbar übers Handy. Ja, und da kann ich jede Farbe vom ganzen Spektrum kann ich einstellen. Ja. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich vielleicht da nicht blende. So, jetzt kann ich da am Handy einstellen, blaues Licht, ja, Purpur, also jede Farbe. Ja. Grün, ja, da kann ich übrigens mein irgendwie wegzaubern, ja, wenn mir anreicht. durch die Grün-Chroma-Key-Situation, die ich verwende. Also, das ist ganz super. Ja. Und ja, zu Weihnachten hat Rolle eigentlich so eine Aktion gehabt, 25% Rabatt, und da habe ich zugeschlagen. Ja. Da haben beide, also ich habe zwei solche, haben beide nicht einmal 200 Euro gekostet. Ja, aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja, aber das wollte ich einmal zeigen. Das ist meine neueste Errungenschaft, mit der ich ganz happy bin. Also wenn ihr wissen wollt, wie diese Stableuchte Licht gibt, da braucht es mich anschauen, dann wisst ihr es, weil bei mir steht so eine Stableuchte vor mir jetzt. Ist erleuchtet. Ja. Die Erleuchtung gekommen. Und es gibt natürlich auch LEDs, die kleiner sind. Ne? Ich habe zum Beispiel solche kleinen LEDs gerne, nicht nur für Videoaufnahmen, sondern auch für Fotoaufnahmen. Ja? Und auch hier kannst du die Lichttemperatur einstellen, ob du warmes oder kaltes Licht willst, kannst das Ganze dimmen, ja. Kannst das natürlich direkt auf der Kamera oben haben. Da verwendet man es beim Video am meisten auf der Kamera. Und man kann es natürlich auch auf kleine Stative stellen, ja. Und kann sich das irgendwo hinstellen und hat damit eine Lichtrichtung von einer Seite. Und wenn man 2-3 verwendet, dann kann man auch eine sogenannte 3-Punkt-Lichtregel umsetzen. Die 3-Punkt-Lichtregel besagt, dass wir ein Hauptlicht haben. Das sollte meistens von oben kommen, wie eben die Sonne scheint. Ja. Von oben das Hauptlicht, von der Seite von oben. Ja. Dann haben wir aber eine Schattenseite natürlich. Ja. Da haben wir die helle und dann haben wir Schattenseite. Und die Schattenseite wird dann mit so einem Licht eventuell dann quasi aufgehellt. Und dann haben wir noch ein Licht hinten. Das geht bei mir natürlich schwer bei der Glotzen. Ein Haarlicht an der Seite, wo langes Haar noch durchscheint von hinten. Ja. Und damit haben wir auch für jede Porträtsituation das optimale Licht. Okay. Und dann ist es nicht extrem teuer, oder? Nein, das kostet nicht viel, vielleicht 20 bis 25 Euro ein Stück. Und was es hier gibt, das kostet ein bisschen mehr. Das ist eine LED-Taschenlampe und die kann in Weiß, in Rot, in Grün und in Blau leuchten. Und die nehme ich gerne quasi als zusätzliche Lichtquelle, um zum Beispiel in der Produktfotografie, in der Makrofotografie etwas von einer Seite noch mit einem Farbschirmschimmer ein bisschen zu beleuchten.
Und weil wir jetzt schon so schön beim Präsentieren sind, möchte ich euch da noch ein weiteres Ding zeigen. Das schaut wie ein erwachsener Scheinwerfer aus, ja, ist aber nicht groß, ja, ihr seht, ist relativ klein, mit Akku, ja, und ist auch weiß mit allen möglichen Einstellmöglichkeiten. Ja, ich muss jetzt so wegrichten. Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel auf mich richte, kannst du ein bisschen sehen. Ja. Und im Grunde genommen hat der Harald eben so ungefähr gemeint. Also das kann man eben auch so als weitere Lichtquelle verwenden. Ich schalte es wieder aus, weil da ist das Licht nicht sehr gut. Und hat so, man nennt es Scheunentor. Ja. Damit kann ich das Licht ein bisschen richten, dass es nicht so total wegstreut. Ja. Und eine größere Version davon, die ich noch habe, ist die. Und das ist schon fast wie ein Studioblitz. Ja. Und das ist, was ich jetzt gesagt habe, von Neva. Und da kostet ein Stück so um die 100 Euro herum. Und das ist wirklich etwas, was ich im Raum wie ein Studioblitz verwenden kann. Und das, was der Harald zuerst gesagt hat über die 3-Lichtsetzung, gilt natürlich für einen Blitz genauso. Ja, wenn ich 3 Blitzgeräte habe, kann ich das genauso situieren. Und auch da habe ich diese Scheunentor-Geschichte, ja, wo ich eben nur das Licht richten kann. Und das Ganze ist auch Akku betrieben, das heißt, ich kann das natürlich auch draußen verwenden. Ich muss aber eins sagen, LED bei Sonnenlicht, das muss schon wirklich ein gewaltiges LED-Licht sein. Ja? Also die kleinen zum Beispiel, wie der Harald zeigt da zuerst, ja, diese quadratischen, die sind zu schwach. Ja? Dieses da, was ich gezeigt habe, ist zu schwach im Sonnenlicht. Mit dem kann ich schon operieren. Ja. Aber das ist doch mit einem Blitz besser bei Sonnenlicht, weil der doch wesentlich stärker ist. Okay. Ja, aber ja, so leicht Ausrüstung. Da haben wir eigentlich schon also den Unterschied besprochen auch, ne? Ja. Weil wir brauchen bei LED sehr oft einen vollen Akku und wir brauchen eventuell eine Stromquelle. Und das Ganze ist natürlich schon ein bisschen größer und ist nicht so mobil wie ein Blitzgerät, ein kleines. Ja. Und das ist schon das Tolle an Blitzgeräten, dass man die immer und überall dabei haben kann und dass das auch mit Batterien zu verwenden ist. Aber hier habe ich etwas. Nämlich einen sogenannten Lichtformer, das ist von der Firma Round Flash, ein sogenannter Beauty-Tisch zum Mitnehmen, der faltbar ist. Ja. Also wie ein Faltzelt. Kann man den einfach aufmachen. Und dann kommt das Blitzgerät hier hinein. Das Ganze kommt dann auf ein Lichtstativ drauf und dann kann ich das hinstellen, genau dort, wo ich es brauche, in dem Winkel, in der Entfernung, wo ich es brauche, am Blitzstativ. Das Ganze wird dann mit einem Funkauslöser, der auf der Kamera ist, ausgelöst und damit hätte ich eine optimale weiche Lichtquelle für ein Porträt-Shooting. Weil wir haben das Problem bei dem LED, dass es einfach ab und zu hart ist, das Licht. Ja? Und die LED-Flächenlampe, die bringe ich nirgends hinein. Aber in solche Lichtformer kann man Blitzgeräte hineinstecken. Ja? Und solche habe ich sehr gerne, aber der billigste und günstigste ist natürlich beim Blitzen einfach ein Schirm,
So, jetzt kann es regnen bei mir, gell? Das ist ein Silberschirm, der reflektiert das Blitzlicht einfach in diese Richtung und ist wahrscheinlich um 15 Euro bei Amazon zu bestellen. Das heißt, wenn man wirklich mit Blitz arbeiten will, so ein Schirm, ein Stativ dazu, ein Stativ kostet ca. 20 Euro für Licht und Blitz. Dann braucht man einen Lichtneiger, der kostet auch 20 Euro. Der Yongnuo Blitz 55 Euro und der Funkauslöser ca. 40 Euro. Und damit hast du eigentlich alles, was du brauchst, um vernünftige Porträts in jeder Situation aufnehmen zu können, mit einem doch weicheren Licht, als ich beim LED-Licht hätte. Und vor allem, der Blitz ist ja auch sehr stark. Ne? Also, das heißt, wenn ich direkt blitze mit einem Systemblitz, der 45 Leitzoll aufwärts hat, der ist natürlich schon sehr kräftig. Und das macht natürlich schon ein sehr hartes Gesicht. Das heißt, entweder man hat die Möglichkeit, indirekt zu blitzen, was natürlich auch eine tolle Möglichkeit ist. Also ich habe jetzt gestern, hat dann plötzlich meine Cousine gemeint, ich soll ja ein paar Weinflaschen für einen Webshop fotografieren. Ja. Habe aber ja das nicht mitgehabt. Ich habe auch noch für sich so ein Lichtzeit dafür, dass ich so Produkte, Produktfotografie schön betreiben kann. Jetzt habe ich mir ganz einfach wo ausgesucht, eine Wand, eine neutrale im Hintergrund, im Wohnzimmer bei einer, und habe den Blitz ganz einfach direkt auf die Decke gerichtet. Also ich habe gar nicht zum Produkt hingeblitzt, sondern ich habe direkt auf die Decke. Ja. Und eigentlich ist das so ein sanftes Licht geworden, weil der ganze Raum halt entsprechend hell ist. Ja. In einem schwarzen Raum geht es natürlich nicht. Ja, also da muss der Raum schon mitspielen. Aber das ist die beste Form und das weicheste Licht, was man erzeugen kann in einem Raum, dass man den Blitz gar nicht aufs Objekt hinrichtet, also auch nicht 45 Grad oder so irgendwie, sondern wirklich weg vom Objekt. Ja. Dass ich sozusagen keine Reflexion habe auf meiner Flaschen. Ich habe zwar schon eine Reflexion gehabt, das war vom Fensterlicht so seitlich, das war aber gewollt und das ist gut so, ja, weil das macht ein bisschen die Flaschen plastischer, aber so ein hartes Reflexionslicht vom Blitz habe ich nicht gehabt. Und so kann man sich helfen. Ja. Früher war ja jedes Fotostudio schwarz ausgemalt. Da war wirklich alles schwarz. Und schwarze Vorhänge, ja. Aber seit circa 25, 30 Jahren hat sich eingebürgert, dass man weiße Räume hat als Fotostudio, weil man dann indirekt blitzen kann, entweder an die Wand oder an die Decke. Und das ergibt natürlich immer eine große Lichtfläche und damit hat man weiches Licht. Also das könnt ihr euch wirklich einprägen, ja. Auch wenn ihr beispielsweise irgendwo in einem Raum Besuch habt, ja, da sitzt man am Esstisch, ja, ganz einfach auf die Decke raufblitzen. Und das wären sicher die besseren Aufnahmen, als wenn ihr direkt in die Leute reinblitzt. Ich glaube, sonst hast du die ganzen Blitze in die Gesichter von denen und hast dann die roten Augen und dergleichen, ne? Genau. Den Schaden hinter den Leuten. Wisst ihr übrigens, woher die roten Augen kommen? Und warum die kommen? Spiegelt sich irgendwo auf der Iris drinnen, irgendwo in die Richtung. Und das ist vor allem dann, wenn der Blitz in derselben Achse ist wie das Objektiv. Das heißt, diese kleinen Systemblitze, wo ja die Doris gesagt hat, sie verwendet er nicht mehr, die sind ja prädestiniert dafür, dass rote Augen erzeugen. Aber auch ein Systemblitz, den ich auf die Kamera draufstecke, der ist zwar doch um vielleicht 10 cm höher als der eingebaute Blitz, aber er erzeugt genauso, unter Umständen kommt jetzt auf die Person drauf an, aber wenn die Person große Augen hat, dann hat man auch bei der rote Augen. Und die kann man am besten vermeiden, indem dass man entfesselt blitzt. Ja? Das heißt, nicht auf der Kamera oben,
sondern der Blitz steht daneben, wird über einen Funkauslöser ausgelöst und damit hast du keine roten Augen mehr. Ich hatte einmal ein Erlebnis im Fotostudio mit einer Dame, die hat es nicht geschafft, dass sie die Augen offen hält, wenn geblitzt wird. Das heißt, der Blitz ist gekommen und die hat die Augen zugemacht. Und dann musste ich musste alles umbauen und dann habe ich ihr LED-Dauerlicht genommen, ja, und dann konnte ich sie endlich fotografieren. Da gibt es ja bei den teuren Blitzen übrigens etwas, was ganz gut funktioniert. Es ist auch, wenn es ein DTL-Blitz ist, der schickt kurz vorher, einen Blitz aus und schießt dann den eigenen Blitz nach. Ja. Das heißt, die Person macht die Augen reflexartig zu, aber sobald es wieder aufmacht, kommt der zweite Blitz. Auf die Art kann man das auch unter Umständen jetzt nicht gesteuert, aber doch verändern. Und die Blitze, die eben DTL messen, entfesselt, die brauchen ja diesen Vorblitz, den man ja optisch nicht sieht, ja, weil das ist so eine kurze Zeit, ja, zwischen den beiden Blitzen, dass das ausschaut, wie wenn es ein Blitz wäre. Aber der Reflex vom Auge ist so schnell, deswegen schafft ja die Person, dass die Augen schließt, wenn der Blitz kommt. Das muss man sich einmal vorstellen, ja, wie schnell da das Auge reagieren muss, weil der Blitz kommt ja mit einem Mördertempo daher. Ja. Und trotzdem schafft ihr das, dass das Auge kommt. Ein Vorteil ist halt bei LED-Beleuchtung, dass man sie auch für Videos verwenden kann. Und man hat es für Fotografie und für Video. Und blitzen kann man halt nur in der Fotografie. Okay. Aber ich würde schon empfehlen, vor allem für Beginner, dass man eigentlich einmal schon mit einem Blitz beginnt. Weil der Harald hat eh schon gesagt, den Blitz, den hat man eigentlich in der Fototasche immer drin. Und den hat man immer dabei. Und da meine ich jetzt nicht den eingebauten, sondern wirklich einen Blitz, den ich ganz einfach habe. Ja. Also in einer Fototasche ist er immer drin. Ein Punkt, Wolfgang, warum eigentlich ein Blitzgerät immer dabei sein sollte, ist, weil wir wollen ja eine hohe Abbildungsqualität haben. Wir wollen ja nicht mit ISO 3200 fotografieren. Ja, ja, man kann natürlich noch immer damit fotografieren, aber auch wenn das die modernste und beste Kamera ist, wirst du den Qualitätsunterschied sehen, ob du mit ISO 100 oder ISO 3200 aufnimmst. Ja. Und deshalb würde ich sagen, ist es immer besser, einen Blitz zu verwenden im Raum, als dass man die ISO hochschraubt. Das mache ich nur dann, wenn ich in einer Kirche bin, wo ich nicht blitzen darf. Ja. Aber so, überall dort, wo geblitzt werden darf, wird natürlich geblitzt. Ausnahmen, ja, Ausnahme ist zum Beispiel, wenn ich unter 2 Jahre alte Kinder fotografiere. Ja. Weil die sind vielleicht wirklich von dem Blitzlicht irgendwie irritiert. Irritiert sie das, macht sie das nervös oder werden sie abgelenkt, ja? Und bei Tieren ebenfalls. Also Katzen und Hunde würde ich nicht mit Blitz anblitzen. Da nehme ich entweder LED oder ich gehe mit denen raus ins Freie. Und natürlich, wo auch der Blitz störend ist, wenn ich eine Stimmung einfangen will. Ne? Sei es ein Christbaum zu Weihnachten. Ja. Also da muss man sich schon sehr spülen und da muss man schon sehr das Ding beherrschen. Ja. Also ich kombiniere es schon, aber das ist schon eine Herausforderung. Ja. Ich muss eigentlich eine Langzeitbelichtung mit Blitz kombinieren. Und das ist schon eine Herausforderung. Also da ist unter Umständen auch der sanfte Einsatz von einem LED-Licht gescheit. Weil, was ist eigentlich der Vorteil vom LED-Licht? Eine Frage an euch. Ja, es läuft die ganze Zeit mit der gleichen Temperatur, Lichttemperatur, hätte ich gesagt. Ja, und? Ich habe gesagt, das ist so wie
der Wolfgang gesagt hat, ein Licht, es gibt kein Blitzen, es gibt keine Irritation. Ja, genau. Aber was viel, viel interessanter ist, ist, dass es besser steuerbar ist. Ja? Ich sehe beim LED-Licht eigentlich schon vor der Aufnahme, wie das Foto aussehen wird. Beim Blitz sehe ich es erst, wann ich es gemacht habe. Stimmt, ja. Und deswegen ist genau für so eine schwierige Situation, wo ich eine Stimmung mithaben will, ein LED-Licht schon gescheiter als ein Blitz. Ja? Ich fotografiere sonst fast immer nur mit Blitz, ja, weil ich den eben immer dabei habe. Ja? Aber auch beispielsweise habe ich schon bei Konzerten, bei so kleinen Konzerten aufgenommen, ein Foto, ja, also nicht Video, ein Foto. Und auch da, du, mit dem Blitz, blitzt du die Atmosphäre weg. Stimmt, ja. Ja, also LED-Licht ist natürlich viel feiner steuerbar. Allerdings gibt es einfach weniger Lichtformen, die man dann wiederum verwenden kann, um das Ganze weicher oder härter zu machen. Also mir ist zum Beispiel nicht bekannt, dass es Waben gibt. Ja? Was ist eine Wabe? Das kommt eigentlich immer auf den Lichtformer drauf. Wenn ich den da hier zeige, ja, kommt eine Wabe so drauf, dass die dann das Licht gleich richtet, weil die Wabe hat so circa 5 cm, ja, das hinausragt und damit kann das Licht nicht mehr so scheinen, sondern nur mehr geradeaus scheinen. Und all diese Lichtformen gibt es eben für LED-Licht nicht. Und da haben wir wiederum Vorteile und Nachteile. Ja. Und ich glaube halt, man sollte schon einmal mit Blitzlicht arbeiten können und das gut können. Und dann sollte man eventuell überlegen, okay, ich möchte auch mit LED im Raum arbeiten. Aber wenn man es gelernt hat mit Blitzlicht, die Lichtführung, dann wird es auch beim LED funktionieren. Wenn ich aber gleich mit LED beginne zu fotografieren, werde ich Blitzen nie lernen. Vor allem dann, wenn ich keine spiegellose Kamera habe. Weil die spiegellose Kamera zeigt mir ja sofort, wenn ich durch den Sucher oder aufs Display schaue, wie das Ganze wird. Aber bei einer Spiegelreflexkamera sehe ich es immer erst danach. Ja? Also da brauche ich ja viel mehr Tests, dass das so wird, wie ich will. Also es gibt ja inzwischen LED-Studiolampen, die genauso ausschauen wie die Studio-Blitz-Geräte. Und die haben auch denselben Anschluss, den Bowens-Anschluss nennt sich der. Und damit kann man dieselben Lichtformen verwenden wie für die Blitze. Also das gibt es schon, aber eben nicht, und so hat der Harald schon recht, nicht für jene, die man so im Hausgebrauch verwendet. Ja, also die wir jetzt da alle gezeigt haben, die kennen das nicht. Aber damit ihr ein Bild machen könnt, von was der Harald redet, nämlich von den Waben, ja. Ich habe da vor kurzem im Internet was gefunden, ich finde es ganz einfach interessant. Ja. Das schaut so aus, ich muss jetzt schauen, dass ich es in die Kamera bringe, ja. Das wird da auf den Systemblitz draufgesteckt und festgeschraubt, ja. Passt somit auf jeden. Hat sozusagen einen Dom. Ja. Das Ganze ist mit Magnet. Ich kann es wegnehmen. Und wenn ihr jetzt schaut, seht ihr da so Waben. Ja, seht ihr das da? Ja. Das ist dieses Wabenzeug. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt da runternehme, seht ihr, das ist ein Waben. Und die richten das Licht gerade, weil sonst streut ja immer das Licht kegelig weg. Ja? Und mit so Waben wird es gerade gerichtet. Und jetzt, wenn ich das natürlich unter diesem Dom habe, hat es den Vorteil, dass es einerseits durch den Dom softer gemacht wird, aber durch die Wabe wird es gerichtet. Ja, ich kann aber die Wabe auch wegnehmen.
was es nicht drinnen hat. Dann tue ich nur den Ton drauf und dann streut es weg, rundherum. Also ja, das also ist eine liebe Sache, eine liebe Spülerei. Als Zusatz, es gibt einfach beim Blitzgerät alles, ja? Weil Blitzgeräte gibt es seit 100 Jahren und da gibt es also alles, was es zu Lichtformen gibt und das ist bei LED noch nicht so ganz der Fall. Außer diese LEDs, die du jetzt erwähnt hast, Wolfgang, das sind die großen ja, Zylinder, ja, die halt so groß wie Studioblitze sind. Die haben aber wiederum einen Nachteil. Die haben einen Kühler eingebaut und sind laut. Mit denen kannst du nur fotografieren, die kannst du zum Filmen nicht verwenden. Also unterschiedlich, ja, aber es stimmt schon. Ja. Es gibt viele, die einen Lüfter haben. Ja. Weil sie ja irrsinnige Wärme entwickeln. Ja. So ein LED-Licht, das muss man sich einmal anschauen, ja, wie heiß das wird. Ja. Weil es ja dauernd leuchtet, ja, im Gegensatz zum Blitz. Ne, der erzeugt mehr Licht, aber halt nur kurz und dann ist er wieder nicht da. Ne. Naja. Wenn ich mich erinnere, dass früher auch Amateure mit so Halogen-Scheinwerfer von der Baustelle gearbeitet haben, also die wären richtig heiß. Da ist LED kühl dagegen. Ja, das war eine Halogenstrahler. Ne? Ja, aber in Wirklichkeit kann man mit jedem Licht, mit jedem Zusatzlicht auch fotografieren. Ja? Das Problem ist halt nur, ob die Lichttemperatur passt. Ja, weil wenn ich jetzt einen Halogenscheinwerfer hernehme, wie er auf Baustellen verwendet wird, wobei da inzwischen auch die LED-Scheinwerfer Einzug gehalten haben, aber so ein Halogen hat natürlich keinen Tageslichtcharakter. Ja. Das ist irgendeine Farbtemperatur, die man ausmessen müsste, damit man es dann im Nachhinein richtig korrigieren kann. Aber ein Beispiel, wie man zum Beispiel solche LEDs oder auch alte Halogenlampen verwenden kann, um trotzdem das Licht weicher zu machen und kostengünstig das Ganze schafft, wäre zum Beispiel ein Duschvorhang, der durchsichtig ist, ja, aber so milchglasartig. Und da leuchtet man durch und das Ganze hängt man auf einer Stange auf und man hat weiches Licht, also auch man kann kreativ sein, weil der Wolfgang hat mich ja auch vor kurzem gefragt, was gilt alles als Dauerlicht? Na, jedes Dauerlicht, auch wenn es Kerzenlicht hast, ja, kannst du damit natürlich fotografieren, das ist kein Problem. Ja, ja, Dauerlicht hast du ja nicht unbedingt LED-Licht, ne? Sonst würde ja LED-Licht sagen. Vielleicht auch noch interessenshalber, ich bin, glaube ich, recht gut ausgeleuchtet und das erziele ich mit einer Schreibtischlampe. Eine Schreibtischlampe, die als LED ausgeführt ist, wo ich die Farbtemperatur einstellen kann und wo ich auch dimmen kann. Und das reicht, ja. Ich habe sogar hergerichtet, das, was der Harald da gezeigt hat, diesen Turm habe ich da auch, ja. Aber ich brauche ihn nicht. Ja, ich brauche ihn gar nicht einschalten, weil ich denke, ich bin hell genug. Also selbst solche Sachen sind heutzutage schon ganz gut brauchbar, um etwas auszuleuchten. Okay. Ja. Kommen wir vielleicht noch einmal zur Lichtführung. Ja? Ich habe es ja heute schon einmal erwähnt, diese 3-Punkt-Regel, ja. Und wenn man jetzt wirklich mit manuellen Blitzgeräten arbeiten will, dann sollte man aus meiner Sicht 3 kaufen. Ja. Warum 3? Entweder man verwendet ein Blitzgerät oder 3, aber niemals 2. Warum keine 2? Weil es gibt auch keine 2 Sonnen. Ja. Sprich, wir sind gewohnt, dass es eine Sonne gibt und die leuchtet von oben nach unten. Und so sollte Lichtführung immer sein.
Und das zweite und dritte Licht ist ja nur dazu da, um ein bisschen den Schatten auf der einen Seite aufzuhellen und dass man von hinten einen Umrissschein bekommt, sodass sich der Hintergrund vom Motiv stärker abheben kann. Aber die Hauptlichtquelle ist immer von oben links oder rechts. Ja. Und deshalb entweder eine Lichtquelle oder drei, aber niemals zwei. Okay. Gut zu merken. Muss man sie merken, ja. Was natürlich auch gilt, ist, wenn du nur einen Blitz verwendest, kannst du Reflektoren verwenden. Du kannst Silber- oder Goldreflektoren zusätzlich verwenden und damit hast du auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Zangenlicht zu schaffen, dass wir quasi das Motiv in die Zange nehmen durch die Lichtführung. Okay. Was vielleicht nur erwähnt werden sollte, ist Graukarten. Es gibt die Möglichkeit, da gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen von Graukarten. Die kann ich mitfotografieren. Das ist neutrales Grau und habe dann im Nachhinein weniger Probleme, den Weißabgleich anzugreifen. Ja, ich brauche dann nur in meinem Programm mit der Pipette auf die Graukarten gehen und sagen, und es ist weiß. Und damit stellt automatisch das Programm, ganz gleich welche Bildbearbeitung das ist, den Weißabgleich richtig. Also das ist eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich will einen absoluten richtigen Weißabgleich haben. Ja, und der Weißabgleich ist vor allem dann wichtig, ja, wenn wir jetzt mit verschiedenen Lichtquellen arbeiten. Wenn zum Beispiel auf der einen Seite Sonnenlicht ist, auf der anderen Seite wird ein Aufhellblitz verwendet. Wobei aber das Blitzen immer dem Tageslicht nachempfunden ist. Ja. Allerdings kommt es ja wieder darauf an, Blitze in der Früh, zum Mittag oder am Abend, weil ja dann die Sonne entweder kühl oder warm ist, ja, von der Farbtemperatur her. Das heißt, wir müssen halt immer danach trachten, vor allem dann, wenn wir mehrere Lichtquellen haben, zum Beispiel Glühbirne, Kerze, Neonröhre, LED-Licht. Dann haben wir vier verschiedene Farbtemperaturen. Und wie wir das auch bei Textilgeschäften immer wieder feststellen können, wenn wir uns jetzt irgendein Gewandstück kaufen und wir kommen nach Hause und dann ist das Blau auf einmal fast schwarz oder es ist das Violettblau, dann haben wir das im falschen Licht gesehen. Ja. Und gerade in die Geschäfte ist ja oft so ein Neonlicht und das hat überhaupt keinen Tageslichtcharakter. Ja, das schaut natürlich in der Fotografie dann genauso bescheiden aus. Nicht? Also das Licht sollte schon, die Lichtfarbe sollte schon immer stimmen. Nicht? Also die Farbtemperatur. Ungefähr. Ja, gibt es noch Fragen, die euch beschäftigen? Doris? Von meiner Seite nicht. Meine Frage ist nochmal zur Graukarte. Ja. Wie oder wann verwendet ihr wirklich? Ich bin letztens durch Wald gegangen, Nebel war es, Grieseln war, die Donau war so schön sichtbar. Das war in der Wachau. Und es war alles grau in grau. Nimmt man dann so eine Graukarte oder ist das generell nicht zu fotografieren? Nein, das bleibt alles grau, weil das ändert ja nichts. Ja. Die Graukarte wird ja zum Fotografieren verwendet, um weiß festzustellen, dass die Kamera weiß, wo ist hier weiß. Okay. Das bringt man der Kamera mit der Graukarte bei. Okay. Aber das ändert an einem grauen, nebeligen Tag überhaupt nichts. Der ist grau und nebelig. Und bleibt grau. Man kann das nur in der Nachbearbeitung korrigieren. Ja?
Wenn es euch aufgefallen ist, ich habe vor kurzem gepostet, ich glaube, 3 Aufnahmen waren es vom Bodersdorf. Gut, die Enten, das lassen wir dann mal beiseite, ja. Aber ich habe dort den Leuchtturm vom Bodersdorf aufgenommen mit dem Wasser. Ja. Und das war vergangenen Sonntag. Und der Nebel ist nicht aufgegangen, auch im Bodersdorf nicht. Und es war sowas von nebelig, ja, wo einer sagt, da fotografiere ich nicht. Ich habe fotografiert und habe in der Nachbearbeitung ganz einfach mich so lange gespült, bis das wirklich schöne, kräftige Farben gekriegt hat. Aber okay. Ich habe keinen Himmel austauscht, ja, das sage ich gleich dazu. Also man kann in der Nachbearbeitung schon einiges wettmachen, was ich von der Natur aus nicht bekomme. Aber grau, eine graue Aufnahme bleibt grau, ja, wenn ich es lasse. Nur wenn ich es verändere. Naja, und ich denke mir, wenn ich Fotos im Nebel machen will, dann möchte ich das ja am Foto auch wirklich als Nebel wahrnehmen. Ja, ja. Also da will ich den Nebel gar nicht wegtun, der ist halt da. Ja. Wenn da schöner Nebel ist, aber es war ja nur so war nur grau. Naja, so ähnlich wie der Winter in Wien, ne? Wenn Schnee genau. Und am nächsten Tag ist alles grau. Also das ist nicht so attraktiv, das muss ich schon sagen. Ja, aber das Wetter kann man natürlich nicht beeinflussen. Aber wie gesagt, die Aufnahmen schon, ja. Aber ich muss schon zugeben, da muss man schon ein bisschen fit sein im Lightroom, dass man das halt so hinbringt. Ja. Gibt es weitere Fragen? Nein. Habt ihr einen Wunsch über ein Thema, was wir das nächste Mal besprechen sollten? Doris? Danke. Alles. Habt ihr den Eindruck, dass ihr überfüllt werdet mit jeder Woche Lektion? Nein, überhaupt nicht. Ja. Das war's also mit den Lektionen. Ja. Nein. Kommt halt immer dazu, dass man es umsetzt, aber das macht mit dem Wöchentlichen nichts aus. Okay. Ja, ihr es eilt ja nichts, ja. Also ja. Ihr könnt ja dann eine Woche später das machen, ja. Von mir aus 3 Monate später, ja. Wie man will, ja. Also es ist ja kein Muss, dass ihr wöchentlich jede weitere Lektion eine Woche später macht, ja. Naja, da haben wir die Zeit genommen, hab die eine erledigt, hab sie die Fotos angeschaut, ne, mit dem goldenen Schnitt. Ja, natürlich, ja. Nein, aber vielleicht, ich habe es dazu geschrieben, ja. Bei Quadrat hätte man ja den Vorteil, dass man nicht unbedingt den goldenen Schnitt verwenden muss, ja. Wobei, muss, es ist überhaupt kein Muss, ja. Das ist ja eine Empfehlung, ja. Aber wenn man halt ehrlich ist und sich das anschaut, ja, ein Foto, wo der goldene Schnitt berücksichtigt worden ist und ein Foto, wo es vielleicht in der Mitte situiert ist, merkt man schon den Unterschied. Ja. Und eben beim Quadrat ist es eigentlich schon so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt ein Porträt habe, das kann wichtig sein beim Quadrat. Aber du hast da super entsprechend den goldenen Schnitt gesetzt. Ja, und ich habe das eigentlich so gelesen, dass der Harald gemeint hat, beim Quadrat, ob man es zusammenbringt, dass man es auch in goldenen Schnitt setzt. Natürlich, ja. War eine Spülerei. Das war ganz einfach, ein Foto zum hinbringen. Naja, Wolfgang, warum soll es nicht klappen im Quadrat? Du kannst es genau. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht klappt. Ich habe gesagt, es ist kein Muss. Das ist ein Unterschied. Natürlich bei einem Quadrat kommt es auch darauf an, was das Motiv ist. Nicht? Weil wenn ich eine schöne Sonnenblume genau in die Mitte, ins Zentrum setze, dann ist es beim Quadrat natürlich optimal. Ja? Dann werde ich das nicht auf die Seite geben. Natürlich, klar. Bringt nichts. Ja. Außer man nimmt es nur als Halberte. Genau. Man nimmt es als fotografisches Stil und nimmt nur die Halberte.
Ja. So ist das. Wobei, ja, über das kann man ja sowieso endlos diskutieren, weil das haben wir ja irgendwo schon im künstlerischen Bereich und da ist natürlich das erlaubt, was ankommt. Ne? Und keine Fragen. Ja, was ich noch dazu sagen möchte, ist, ob euch das auch klar ist. Ja? Ich meine, ihr beide habt euch ja gleich entschlossen für den Online-Lehrgang, aber natürlich, euch fehlt ein bisschen eine Praxis. Ja? Wir lernen im Offline-Lehrgang wahrscheinlich andere Gewichtungen kennen, ja? Als wir, wenn wir live unterwegs sind, im Seminar unterrichten können. Das heißt, wir haben hier mehr Theorie, ja, in diesen Lektionen, aber ihr müsst dann natürlich hergehen und mehr Praxis selbst entweder beim Training sich aneignen oder ihr entscheidet euch wirklich noch einmal, dass ihr dann, sobald das wieder möglich ist und diese Pandemie endlich einmal kein Problem mehr darstellt, dass ihr dann noch einmal den Lehrgang dann live macht. Ja, interessant, waren halt vielleicht nicht der komplette, weil also nur so spezielle Sachen, wenn es einzeln beginge, ne? So natürlich, ne? Mit Porträt und mit dem... Naja, der Harald hat ja ohnehin jede Lektion vom Lehrgang da als Einzelkurs. Ja, das ist die Zeit ist. Vielleicht geht es im September schon wieder, vielleicht geht es im Herbst. Vielleicht, wissen wir noch nicht. Wir wissen es nicht. Nein, ist eh klar, ich sage ja, von der, aber das Pandemie ist ein anderes Thema. Hoffen tun wir, ne? Genau, hoffen. Hoffen tun wir es nicht. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, bekannterweise. Jawohl. Blödes Sprichwort, aber. Dann mal alle beten und hoffen. Ja. Okay. Gut. Ja, dann danke vielmals, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank für den Vortrag. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen weitergeholfen. Ja, wir werden natürlich weitermachen. Solche Chats mit Themen. Nachdem ihr keinen besonderen Wunsch habt, werden wir uns heute was überlegen. Aber wir machen es ja eh so, dass ihr zum Lehrgang dazu passt. Ne? Okay. Na dann danke auch von meiner Seite für heute. Okay. Ebenfalls danke. Alles Gute, bis zur nächsten Woche, okay? Bis zur nächsten Woche. Schönen Abend. Ja, Papa. Tschüss. Tschüss, bitte. Ja. Bitte.